Die Jetsons sind eine der Cartoon-Serien, die ich als Kind geschaut habe. Sie wirkten schon in den 80ern irgendwie altbacken, aber trotzdem konnten sie gut unterhalten. Die Serie stammt vom berühmten Studio Hanna-Barbera und zeigte die Abenteuer der Familie Jetsons in der Zukunft. Lohnt sich diese Abenteuer auch in Videospielform? Was taugt The Jetsons Robot Panic für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde von Act Japan entwickelt und von der Taito Corporation 1993 bei uns veröffentlicht. Amerika bekam es ein Jahr früher und Japan ging trotz des Entwicklers seltsamerweise leer aus. Im Kern ist das Spiel ein mehr oder weniger klassischer Plattformer. Es gibt insgesamt 4 verschiedene Levels, wovon ihr die ersten 3 in einer beliebigen Reihenfolge absolvieren könnt. In jedem spielt ihr dabei eines der Familienmitglieder und hier kommt auch gleich der größte Kniff des Titels ins Spiel. Jeder der Jetsons hat seine eigenen Fähigkeiten bzw. kann spezielle Gegenstände nutzen. Während der junge Elroy mit einem Ball Gegner ausschalten kann, kann dieses Jay nicht, kann aber dafür einen Jetpack benutzen und mit diesem dann die diversen Hindernisse besser überqueren. Vom Sprungverhalten oder ähnliches her spielen sich jedoch alle Familienmitglieder gleich. 4 Level insgesamt klingt natürlich nicht nach sehr viel Umfang und das ist es ehrlich gesagt auch nicht. Die Bereiche sind dafür jedoch sehr verschachtelt aufgebaut. Hier müsst ihr nicht wie in Super Mario Land einfach direkt zum Ende kommen, sondern erst einmal den richtigen Weg finden. Überall gibt es Türen zu entdecken, die euch dann zu neuen Unterbereichen führen. Hier und da werden auch schon einmal Besonderheiten eingestreut. So scrollen manche Abschnitte automatisch oder ihr könnt sogar in einer anderen die Schwerkraft komplett umkehren. Abwechslung ist also garantiert. So müsst ihr immer durch die Level navigieren, Abgründe überwinden und die Gegnern ausweichen. Apropos Gegner, die Kampffähigkeiten eurer Protagonisten ist wie schon erwähnt teilweise recht eingeschränkt. Das heißt jetzt aber nicht, dass ihr wehrlos seid. Überall gibt es Kisten verteilt, diese könnt ihr dann aufnehmen und werfen. Außerdem gibt es hier und da Fahrzeuge zu finden, mit diesen könnt ihr dann den Gegnern klassisch auf den Kopf springen oder besser Hindernisse überwinden. Beim ersten Treffer kippt ihr auch nicht gleich aus den Latschen, da ihr eine Lebensenergie habt. Die Gegner sind also nicht unbedingt das Hauptproblem, sondern die Hindernisse. Vor allem die Sprungeinlagen über die Stachelgruben können teilweise echt frustrierend sein. Ein Passwortsystem oder ähnliches gibt es leider nicht. Die Grafik ist durchaus schön gezeichnet, ihr erkennt die Charaktere aus der Serie sofort. Musik passt auch, wiederholt sich jedoch auf Dauer extrem. Die Loops sind viel zu kurz gehalten und können so ihr Potenzial wirklich nicht entfalten. Was taugt The Jetsons Robot Panic für den Game Boy also heute noch? Das Spiel ist durchaus solide und mir gefällt der Ansatz mit den verschiedenen Spielcharakteren und den Fähigkeiten sehr. Aber irgendwie will sich bei mir kein richtiger Spielflow einstellen. Es fehlt einfach das gewisse Etwas. Wenn ihr auf der Suche nach einem soliden, kurzen, knackigen Plattformer mit viel Abwechslung seid, könnt ihr hier allerdings nicht viel falsch machen. Das war der Test zu The Jetsons Robot Panic für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.